Hallöchen, hier ist der Björn vom LSNPD und wir sind wieder da, wo wir mehr oder weniger angefangen haben. Also müssen wir jetzt doch nochmal zu Jeet. Wir sind bei Gutgesh, wir wollen zu Jeet. Also, wir sind da in der letzten Folge gestorben, weil ich da runtergesprungen bin, obwohl das gar nicht so hoch aussah. Nee, ich will keinen Death Run machen. Dieses ganze Spiel ist ein Death Run. So, habe ich denn hier wieder... Nee, ich habe immer noch keinen Donnerstecher. Da muss ich nämlich erstmal wieder welche besorgen. Und dann können wir hier auch wieder... weiter machen. Und die können wir ja kostenlos auffüllen bei Jeet. Der Jeet hat nämlich einen Cheat und damit können wir aufnehmen. So, aber... Ach Mist, und dann kommen hier immer solche spannenden Sachen langgefahren. Ja. Such a noob. So. Und noch einmal. So, der macht nämlich ein bisschen mehr Schrott. Und dann wird ja auch alles aufgesammelt. Oh. So, damit haben wir... Ach komm, 7775 Schrott. Aber 7777 kriege ich nicht hin, ne? Jetzt muss ich nur... Darf ich nur noch 2 Schrott einsammeln? Dann sind wir nämlich Lucky Number 11. Film war auch nicht schlecht. Muss man ganz ernsthaft sagen. Und danach machen wir mal eine Hauptmission, ne? Da kann er nicht angehen. Wie sieht denn das aus? So, hier müssen wir wieder an den Rohren links, dann hier wieder schräg rechts und dann sind wir auch schon fast da. Man lernt sich schon so ein bisschen zurechtzufinden in diesem Spiel. Nicht viel, aber doch ein bisschen. Hier bergauf ziert er sich manchmal noch ein bisschen. Aber dafür haben wir die Nitro-Einspritzung, ne? Wo will er denn hin? Will er mit? Das würde ich ihm nicht empfehlen. Ja, volle Munition, volle Gesundheit, das ist gut. Das war's auch schon, was ich hier wollte. So. Royd? Royd. Ja, 12 Donnerstecher. So geht's doch erstmal los. Achso, warte. Kann ich auch irgendwas bauen? Ne, da, Werkstatt. Was haben wir hier denn? Ach, guck mal hier. Erhöht Rammkraft um 100%. Ein bisschen weniger Beschleunigung, ein bisschen weniger Fahrverhalten. Aber vielleicht können wir ja auch das nochmal ausgleichen. Erhöhten Reifenhaftung, Fahrverhalten. Das hauen wir auch nochmal rauf. Fahrverhalten ist dann nämlich optimal. Ach ja, und hier haben wir doch die komische Kühlerfigur mit dem Baby. Rubby Baby. Höchstgeschwindigkeit. Was macht der?
Der macht Angriff. Und der macht Bonus auf Waffen. Komm, dann entfernen wir mal den und machen mal Rubber Baby. An die Front. Alter, das sieht so gruselig aus. Achso, kann ich bei Max auch noch irgendwas machen? Guck mal hier, Munitionsgürtel. Was haben wir hier? Schlumme, Schneiber, Donner, Stecher und Messer 5. Das machen wir. Ach, jetzt müssen wir gleich noch mal einmal zurückfahren, ne? Und was haben wir hier noch? Wie sieht denn das aus? Nee, komm. Nee. Jetzt haben wir nämlich nur 12, wir wollen aber 15. Habe ich das Gefühl, man ist so ein bisschen overpowered, ne? Ja, das war ja auch so. Wie? Wir haben nur 12. Ach, schade. Projektbelohnung erst in 9 Minuten. Ja gut, okay, da können wir natürlich. Ja, das ist wirklich wie fliegen. Wo wollen wir denn hin? Ach ja, wir wollten noch hier hin. So, jetzt haben wir auf jeden Fall Fahrverhalten voll und RAM ist um 100% verstärkt. Was natürlich Vorteile haben kann. Boombombs. Stimmt, mit Dinky D wollten wir auch noch mal los, ne? Da ist noch ein Heißluftballon da vorne. Damit wollen wir aber auch im Moment nicht fahren, sondern wir wollen jetzt mal eine hier Dingsmission machen. Und nicht von der Straße abkommen. Alter, wie müssen wir denn hier fahren? Ich finde das aber schön, dass die Navis noch funktionieren. Auch, dass sie schon die neuen Straßen eingepflegt wurden, ne? Man könnte ja meinen, sie hätten im Dings ein bisschen was anderes zu tun. Was ist das denn hier? Hier gibt es was einzusammeln. Oh, huh. Du bleibst hier, ich guck mich mal um. Keep an eye out. No surprises. Yes, I'm a protector, Sid. Don't be long, please. Nö, nö, ich bin gleich wieder da. Ich will nur einmal kurz gucken, ob keiner zurückguckt. Okay, hier ist keiner. That Raggedy Man. Ich finde euch ja gar nicht. Hier ist auch nichts zum Einsammeln. Hallo. Ich sehe nichts. So, Leute. Wieso habt ihr denn nicht alle gleichzeitig angegriffen? Wäre viel sinnvoller gewesen. Hier ist nichts. Gehen wir mal nach oben. Aber hier ist auch im ersten Moment nichts. Gibt es nur eine Sache einzusammeln oder was?
So, jetzt können wir hier noch weiter nach oben. Ja, Nahrung können wir einsammeln, aber das war es auch schon. Ach, von hier oben hätten wir wahrscheinlich die Dings abballern können, ne? So ein paar Gegnerchens. Ja, hätten wir das mal früher gewusst. Aber muss doch auch was zum Einsammeln geben. Oder? Uiuiui. Achso, hier kommen wir wieder hoch. Sollten wir nach oben wollen. Aber wer will schon nach oben, ne? Wer will schon nach oben, wenn er unten sein kann? Oder andersrum? Weiß ich nicht. Ist auch egal. Auf jeden Fall, man will ja immer da sein, wo man nicht ist. Miau, plopp. So, hier ist auch nichts. Da komme ich nicht lang. Ich kann mich nicht ducken. Hier ist Beute. Da ist ein Toter. Ein Doder. Hier ist aber auch nichts. Guck mal hier, kann ich Wasser auffallen? Ach, Feldflasche ist voll. Ach ja, ich war ja bei Jeet. Und Jeet hat ja den Super Cheat. Hier ist ein Klo. Da ist einer aufgestanden oder hat sich falsch aufs Klo gesetzt. Und hat da noch so nachgetropft. Schlapp, 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 schlapp. So, hier ist auch nichts. Was soll man denn hier einsammeln können? Hier ist noch ein bisschen Beute vom Gegner. Aber, ja. Das war's auch schon. Hier kommen wir wieder runter. Hier ist ja alles merkwürdig. So, wenn ich jetzt hier runterspringe, überlebe ich das? Man weiß ja nicht, wie das bei diesem Spiel ist. Doch, überlebe ich. Überlebe ich auch. Allerdings mit Knieschmerzen. Weiß der Geier. Ich bin immer well enough to drive. Was ist das denn für eine Frage? So, Hauptmission, ich komme. Ich könnte auch sagen Sprungschanze, ich komme, aber... Wir fahren da jetzt erstmal hin. Wir müssen auch mal ein bisschen was schaffen, ne? Schaffe, schaffe, Häusle, Bäuchle, Haus, Häusle baue. Kann ich heute nicht sprechen. Da. Okay. Das sind ja noch mal ganz andere Autos. What are Pinkhaus defenses? Just a big, thick wall tower, huh? Hard to breach. I'm gonna scout it out before we get any closer. Sound idea. Sound idea. Keep our distance. Work up a plan. Moment. Ich will da noch mal kurz da den Typen da einsammeln. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Das heißt, haut rein, bis dann und wir sehen uns. Tschüss!